Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie es aussieht, wenn ich in ein neues Bullet Journal umziehe. Da hat man ja dann immer die Möglichkeit, ganz viel rauszuschmeißen, was man im letzten noch verwendet hat, beziehungsweise was man eingetragen hat, aber dann doch nicht verwendet hat. Und deshalb beschränke ich mich im neuen Journal, das ich ja eh nur 4 Monate benutzen werde, auch auf den Future Log und eine Geburtstagsseite. Denn alles, was im anderen Journal ist, brauche ich nicht unbedingt, beziehungsweise kann ich auch einfach in das alte reinschreiben. Ich benutze hier jetzt zum ersten Mal ein anderes Journal als den Leuchtturm, und zwar vom IMF Verlag 1. Das habe ich auch letzte Woche für euch getestet und dazu gibt es auch ein Video, das verlinke ich euch hier oben mal. Das Schwierige hierbei war, dass ich nicht darauf eingestellt war, beziehungsweise es vergessen habe, dass die Abstände der Punkte nur 0,4 mm betragen und nicht 0,5. Und deswegen sieht es ein bisschen unproportional aus, die Monatsübersicht. Bei den Geburtstagen habe ich es dann ein bisschen anders gemacht. Ich habe es hier auch ganz einfach gehalten. Im letzten Journal hatte ich ja eine relativ aufwendige Seite. Da könnt ihr auch mal auf meinem Instagram-Profil gucken. Ich glaube, da ist das Bild auch irgendwo zu sehen. Aber ich wollte es jetzt für den kurzen Zeitraum, den ich dieses Journal nutze, nicht zu aufwendig gestalten und habe mich deswegen für eine ganz einfache Übersicht entschieden, wo genug Platz ist, um alle Geburtstage einzutragen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann teilt mir das gerne mit und abonniert auf jeden Fall meinen Kanal. Tschüss!